Was tun mit alten Fahrrädern? Verkaufen, wenn sie noch fahrtauglich sind oder eher verschrotten? Einige können sich da offenbar nicht so wirklich entscheiden und lassen sie dann einfach irgendwo in der Stadt stehen. Für viele Kommunen werden alte Fahrräder daher immer mehr zum Problem. Schauen Sie mal, ne? Allein in Bremen stehen jedes Jahr hunderte herrenlose Räder rum, die nicht alle ein Fall für den Schrott sind. Schlösser flexen. Das ist harte Arbeit nicht nur für Fahrraddiebe, sondern auch für Leute wie Klaus Osterhoff. Die Schlösser werden immer besser und deshalb müssen wir das flexen, wie man ja auch sehen kann. Also sie werden immer professioneller. Ja, genau. Genauso wie die Diebe auch immer professioneller werden, müssen wir ja auch immer professioneller werden. Alle zwei Wochen sammeln er und seine Kollegen im Auftrag des Umweltbetriebs Schrotträder ein, etwa 500 im Jahr. Die Entsorgung kostet allein in Bremen rund 50.000 Euro. Bezahlen müssen das die Bürger über die Müllgebühren. An den Bahnhöfen der Großstädte gammeln besonders viele der herrenlosen Rosträder vor sich hin. Illegal entsorgter Müll, also der andere blockiert. Aber wer lässt solche Fahrradleichen zurück und warum? Ich glaube, manche haben auch eine Biografie, dass sie einfach vergessen werden. Im Viertel geht man was trinken und am nächsten Tag denkt man, oh, wo ist mein Fahrrad? Und dann steht das vielleicht noch irgendwo rum und man findet es nie wieder. Das ist ein Luxus unserer Gesellschaft, den sich viele natürlich vielleicht auch leisten und vielleicht nicht da einen Blick drauf haben. Ich finde, dass sie ab und zu mal abgeholt werden müssen, weil das quasi die Fahrradbügel für die normalen Leute blockiert. Weil meistens die ganzen Schrotträder noch hier sind, die 2-3 Monate ungefähr hier stehen bleiben. Und das regt natürlich so gut wie jeden aus. Oder genauso wie, dass die Kunden einfach nicht zu unserem Geschäft kommen. Umweltverschmutzung. Sollte abgeholt werden, aber die Stadt holt es ja ab, nicht? Nach einer gewissen Zeit. Haben Kontakt, Polizei oder Anwohner herrenlose Räder gemeldet, kommt der Kollege vom Umweltbetrieb und markiert sie mit so einer Banderole. Was Schrott ist und was nicht, das sieht er auf den ersten Blick. Hier ist ganz klar, hier ist ja kein Lenker mehr dran, kein Vorderrad, kein Sattel, Hinterrad ist manchmal ab. Ja, also da muss man gar nicht großartig gucken, ob Schrott ist oder nicht. Bei anderen Rädern ist das schwieriger und das Lilane hier genau dasselbe. Vorderrad fehlt, das will keiner mehr haben. Da kommt jetzt eine Frist drauf, dass die Leute 4 Wochen Zeit haben, ihr Fahrrad wieder reinzuholen oder es wieder hübsch zu machen. Und nach 4 Wochen kommen wir wieder und wenn es dann noch steht, wird es weggeflext. Auf so eine schöne Fahrt, ne? Schön, ne? Da knabbern schon die Mäuse an. Ja, ja. Na, endlich. Wie oft haben wir schon mal Bescheid gesagt? Hat sich keiner gerührt. Jetzt rührt sich was. Schrottradentsorger, es gibt vielleicht schönere Jobs, aber für den 53-jährigen Bremer ist das okay. Es ist natürlich so, dass es für uns Arbeit ist, aber wir machen die Arbeit gerne, allein schon aus Umweltschutzdingen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht von den Leuten, weil man kann die Fahrräder anders entsorgen. Man könnte die vielleicht einfach wieder irgendwo hingeben, wo vielleicht auch andere Leute, die sich selber wieder aufpolieren können, so wie Flüchtlinge oder so zum Beispiel. Man kann die Schrotträder halt gut an Menschen verteilen, die Fahrräder brauchen und davon gibt es in Bremen eine ganze Menge. Und genau das wird in Bremen gemacht beim Bikepoint, einem Projekt für Langzeitarbeitslose wie ihn. 500 Schrotträder werden hier im Jahr ausgeschlachtet. Aus alt macht neu. Um ein Fahrrad richtig gut aufzubauen, brauchen wir schon 2 bis 4 Fahrräder. Tag für Tag schraubt der gelernte Tischler hier und hat so zurück ins Arbeitsleben gefunden. Erstmal auseinanderbauen, alles säubern und dann wird das Fahrrad wieder komplett neu aufgebaut. Das Jobcenter hat mir ein Angebot gemacht, hier zu arbeiten. Und ich habe das sehr gerne wahrgenommen, weil wenn man längerfristig arbeitslos ist, fällt einem irgendwann mal die Decke auf den Kopf. 20 Teilnehmer sind bei dem Arbeitslosenprojekt Bikepoint beschäftigt. Alle haben hier ihre eigene Geschichte mit Höhen und Tiefen. Ich bin krank geworden, habe 18 Monate Krankengeld gekriegt, bin dann ausgesteuert worden und bin so in die Sozialhilfe reingerutscht. Und wenn man einmal in die Sozialhilfe reinrutscht, ist es da unglaublich schwer, wieder rauszukommen. Das ist nun mal leider so in Deutschland, aber nichtsdestotrotz geht eine Tür zu, gibt es immer wieder was, gibt es eine andere Tür, die aufgeht. Und das war hier in dem Fall bei mir der Bikepoint, der mir die Chance gegeben hat. Klar kosten Schrotträder und ihr Recycling die Steuerzahler erstmal viel Geld.
Aber das Team der Fahrradwerkstatt macht das Beste daraus. Klaus Osterhoff und sein Werkstattleiter wissen, wie sich andere Menschen über ihre aufbereiteten Recyclingräder freuen. Rund 150 gehen im Jahr nach Afrika oder an Bremer Einrichtungen, die sich um Flüchtlinge wie diesen 17-Jährigen aus Eritrea kümmern. Dann ist Licht an, Licht aus, muss ihn wieder nach vorne ziehen. Ja, das ist sehr gut. Vom illegalen Schrott zum begehrten Recyclingrad. Es ist ein Projekt, das Menschen hilft, Fuß zu fassen.